Wir haben Anfang Januar und wir wollen eine kleine Challenge machen. Und zwar Method Feedern und klassisch Feedern. Hat den ersten Fisch im Drill, aber jetzt zeige ich euch mal, wie scharf die Balzerscheren sind, wenn ich schneide jetzt erstmal die Schnur durch. 0-0! Oh, ich habe auch einen! Haha! Drill, Alter! Petri! Es könnte entweder so ein Rapfen oder ein Alan von meinen sein. Oder haltet mich nicht verrückt, da ist ein Hecht drauf gesprungen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Alter, wenn das ein Zander ist, ne? Oh, fuck mein Handy. Herzlich willkommen, liebe Angelfreunde, auf dem Balzer YouTube-Kanal. Wir haben Anfang Januar und ganz besondere Bedingungen. Am Main, zu meiner Linken, herrscht Hochwasser. Dort wollten wir eigentlich angeln, aber das ist definitiv unbefischbar. Deswegen hat es sich zu meiner Rechten in meinen Heimatgewässer, dem Baggersee in Unterfranken, gezogen. Ich bin heute mit meinem Teamkollegen, den Lorenz Jäger, zugange und wir wollen eine kleine Challenge machen. Und zwar Method Feedern, das übernimmt der Lorenz, und ich klassisch Feedern. Diese beiden Angelmethoden gegeneinander werden heute antreten. Ihr seht das Strahlen in meinem Gesicht. Es ist A, die Vorfreude aufs Angeln und zweitens haben wir einen wunderschönen Januar-Sonnenaufgang. Der Schein trügt. Eigentlich ist es eiseskalt. Wir sind total heiß aufs Angeln. Da haben wir jetzt den Lorenz. Moin, ja. Kumpel. Ja, der Julian hat mich eingeladen an sein Heimatgewässer. Julians Lieblingsangelart, das klassische Feedern gegen meine Lieblingsangelart, Method Feedern. Mal sehen, wer gewinnt heute. Ihr könnt jetzt mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer erfolgreicher ist. Ich mit Maden oder er mit seinen blöden Pellets. Ich wünsche dir aber auf jeden Fall trotzdem viel Glück. Die Regeln eigentlich ganz einfach. Ein Brassen zählt 1 Punkt, ein Karpfen zählt 2 Punkte. Da mit den Karpfen ist eher ein bisschen mehr ein Vorteil, die werde ich definitiv nicht kriegen. Aber keine Ahnung, wir wollen einfach einen schönen Angeldach haben und wünschen euch viel Spaß dabei. Und nicht vergessen, wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert den Kanal, macht die Glocke, kling kling, subscribe, macht alles, Facebook, YouTube, Instagram. Viel Spaß dabei. Meine Güte, der mit seinen Abonnieren, alle. Wir sind absolut heiß. Jetzt müssen wir ganz schnell unser Futter anmachen, denn das Futter muss ins Wasser, um die Fische anzulocken. Wie wir das machen, zeigen wir euch jetzt im Schnelldurchlauf. Ich habe ja das klassische Feederfutter. Da nehme ich jetzt einfach 200 Gramm Hanf, packe das ins Wasser und dann in den Eimer. Dann hier 1 Kilo Brasse Gelb. Wie der Name schon sagt, ist ein Brassenfutter in gelber Farbe. Das rühren wir jetzt hier rum und durch den Hanf im Wasser zieht es jetzt schon mal durch. So sieht es aus. Der Lorenz Jäger, erzähl mal zu deinem Futter, was hast du gemacht? Ich nehme das Muschel in Grün. Grün ist für mich bei Method Feedern immer eine gute Farbe. Dazu fütter ich, anders wie der Julian, keine Maden, Würmer oder Caster, sondern nehme einfach 2 und 3 mm Pellets. Was für Geschmacksrichtung haben die? Halibut ist ein klassischer dunkler Pellet, verscheucht keinen Fisch, ist neutral am Boden. Mache ich ganz einfach, ein paar in die Dose, Wasser oben drauf und 1,5 Minuten ziehen lassen. Dann kommt das Ganze auf ein Sieb, wird kurz abtropfen gelassen und dann sind die Dinger schon fertig und werden ein bisschen unter das Futter untergerührt. Hintergrund ist der, ein Pellet ist erstmal von der Körnung absolut hart. Das ist ein Protein-Powerbombe, nenne ich es mal. Und durch die Zugabe vom Wasser wird er dann weich und man kann es schön im Method Feeder-Korb füttern. Hingegen zu meinem klassischen Feederfutter ohne Fischmehlanteil fütter ich heute ein paar tote Maden, dann verpuppte Maden, auch Caster genannt. Lebendige Maden, dann schöne kleine Pinkies im Winter, wie wir es jetzt haben, ein absoluter Garant. Dann habe ich auch noch ein paar Dendrowürmer dabei und ein paar Mistwürmer. Ihr seht schon, ich habe natürlich viel, viel mehr Tackle dabei. Das ist natürlich, weil ich den Lorenz heute schlagen will. Nee, Spaß beiseite.
ist der Unterschied halt vom klassischen Fiedern. Man braucht einfach, wie man sieht, viel, viel mehr Material eigentlich. Und hingegen beim Lorenz, er hat eine Düte Futter, hat ein paar Pellets und kann damit genauso erfolgreich sein. Wie das Ganze ausgeht, werdet ihr jetzt gleich sehen. Denn wir sieben jetzt noch das Futter durch ein 3,5 mm Sieb. Und dann sind wir schon fertig und können füttern. Jetzt sieht man das nochmal schön durch ein 3,5er Sieb. Und dann machen wir noch eine Besonderheit. Und zwar, ihr wisst ja, wir im Januar, quasi Winter, auch wenn jetzt gerade richtig schön die Sonne scheint, anscheinend meint der Angelgott heute gut mit uns. Aber im Winter sind die Fische eigentlich sehr passiv und nehmen nicht zu viel Nahrungsmittel auf. Und ein weiterer Aspekt ist für meine jetzige Entscheidung, die Fische sind auch scheu. So. Jetzt haben wir es durch. Die groben Partikel mache ich gar weg. Und zwar mache ich jetzt noch schwarze Futterfarbe ins Futter hinein. Dadurch wird es schön dunkel und passt sich dem Gewässergrund an. Und die scheuen Fische trauen sich eher auf dem Futterplatz. So. Und ruckzuck ist ein quietschgelbes Futter dunkel geworden. Und um jetzt trotzdem ein bisschen Attraktivität hineinzubekommen, backe ich was von diesen gelb-roten Brotpartikeln mit drauf. Und jetzt kommt dieses Zeug ins Wasser und lockt hoffentlich die Fische an, um den Lorenz zu schlagen. Die Waffen sind geladen, mein klassischer Futterkorb und sein Methodkorb. Wir angeln, um einen besseren Vergleich zu haben, beide auf 60 Meter, aber gespreizt. Das heißt, wir sind so 12 bis 15 Meter auseinander. Dadurch angeln wir definitiv beide auf der gleichen Bahn und schauen, was erfolgreicher ist. Drückt uns die Daumen. Jetzt fliegt der Korb raus. Das Spiel beginnt. Viel Glück. Ja. Hau rein. Ich fange mehr. Glaub. Vier Sekunden Wassertiefe. Das bedeutet mit meinem 50 Gramm Speedkorb, den ich habe, das sind 2,80 Meter, 3,20 Meter. Man sieht es dann hier auch schon am Wasser. Wir haben gewaltig Hochwasser, können auch 3,50 sein. Wichtig im Winter ist es auch, dass man nicht zu viel Heckmeck auf dem Futterplatz macht. Deswegen lassen wir das jetzt so 20, 30 Sekunden schön aus dem Korb lösen, das Futter. Und dann mit leichten Schlägen das Futter rausschlagen. Dann holen wir ein und das Ganze wiederholen wir jetzt dann noch viermal. Heißt fünf Körbe zum Start. Das sollte passen. Ich habe ein paar tote Maden, lebendige Bingis und Caster gefüttert. Die drücke ich hier einfach so in meinen Korb rein. Von außen kurz andrücken. Habe am gegenüberliegenden Ufer mir einen markanten Punkt gesucht. Den visiere ich an und mittels meinem Release-Clip, da gehen wir dann später noch mal genauer drauf ein, komme ich immer auf den gleichen Angelplatz. So, jetzt lassen wir es wieder ruhen. Boah, jetzt scheint die Sonne aber echt ganz schön. Also, ihr glaubt uns jetzt bestimmt nicht, dass wir Anfang Januar haben. Aber es ist trotzdem eisig kalt. Ich muss jetzt dann wieder meine Jacke anziehen. So, einfach zack, zack, zack. Ey, biss, biss. Nein! Oh, ich habe auch einen. Haha, doppelt drin, Alter. Petri? So, nachdem der Lorenz einen verloren hat, haben wir jetzt einen Doppeldrill. Jetzt hoffen wir mal, dass wir es rausbekommen. Oh,
Oh, mal gucken, wer schneller ist. So. Oh, der Feuerlein ist, glaube ich, schneller. Ja. Tschakadak. Oh, den schmeckt das Futter, guckt's an. Gute Feedermaster-Futter, der kackt schon aus. Das sind sie. Richtig geile Winterbrassen. Lorenz, was sagst du dazu? Ja, sauber. Immer ein bisschen pessimistisch bei dem kalten Wetter, ob man was fängt. Jetzt hatte ich schon zwei Bisse, einen Fisch konnte ich landen. So kann es weitergehen. Hat er sich verdient. Der zweite Fisch beim Julian ist im Drill. Oh, das ist ein richtig dicker Winterfisch. Ich liebe es einfach, gerade im Winter, wo auch durch Schneeschmelze oder viel Regen im Fluss Hochwasser ist, ziehen sich die Fische in diese Bereiche zurück. Dort haben sie Strömungsschatten und man kann echt trotz kalter Temperaturen richtig schöne anglerische Sternstunden erleben. Man muss halt einiges beachten. Wichtig finde ich einfach echt auch mit dem dunklen Futter nicht quietschgelb angeln. Schön passiv abdunkeln. Nicht zu viele Köder bringen. Also wir füttern weiterhin ein paar tote Maden, ein paar Casters, wie ihr es anfangs gesehen habt. Der Lorenz, er ist ja eine Pfeife, hat erst einen Fisch. Ich habe meinen zweiten gleich. Aber der füttert einfach echt nur ein paar von den Halibut-Pellets. Boah, Hammerfisch. Geile Aktion auch von der Rute wieder. Absolut top. Ja, lang rumgespielt, da haben wir ihn. Oh, ich glaube, der Lorenz hat gerade schon wieder einen Anbiss gehabt. 2:1, Lorenz. Juhu. No. Ja, Lorenz, herzlichen Glückwunsch, 2:2. Wenn er ihn rauskriegt, aber das wird heute ein spannendes Rennen, wir haben Glück. Auf beiden Futterplätzen ist Fisch angekommen, es hat eine halbe Stunde nur gedauert, es ist eigentlich sehr schnell für die Jahreszeit. Oh, aber das ist ein kleiner, das ist doch nur ein halber Punkt. Ja? Oh, das ist echt ein kleiner. Ich bin für Regeländerung. Das ist ein kleiner halber Punkt. Nee, 2:2 ist ein Brassen. Glückwunsch dazu. Ich habe bei deinem Fisch gesehen, da war ein bisschen Mais drauf. Ich glaube, du hast umgestellt. Er füttert Mais. Und was für einen Köder hast du da jetzt drauf gehabt? Ich habe hier einen gelben Beulenkern gemacht. Haben wir in der Dose zwei unterschiedliche Größen, 6 und 8 mm. Die kleinen benutze ich einfach gerne im Winter, haben die Fische einen kleinen attraktiven Köder, der auch auffällig ist auf unserem Futterplatz. Den nehmen sie gerne auf. Und die großen nehme ich gerne im Sommer, wenn die Fische richtig Hunger haben, aggressiv fressen. Ja. Ja. Okay. Ja, sehen interessant aus. Auch ein interessanter Geschmack mit Brasem. Guter Beulin, nicht zu hart, nicht zu weich. Und jetzt werden wir mal sehen, wie das Duell weitergeht. Ich habe gerade aus dem Augenwinkel gesehen, da war wieder ein Anbiss. Aber die nehmen bei mir sehr, sehr vorsichtig. Das kann man schon als Resümee sagen. Ich habe immer nur so leichte Anbisse. Und dann bei Method-Feedern, wumm, da geht die Spitze im einen Grumm. Dafür hat er ja auch hier so einen Anschlagwinkel noch. Weil falls da gerade mal auch ein Karpfen einsteigt, kann es ganz schnell passieren, dass die Angel weg ist. So. Jetzt konzentriere ich mich mal, ich gehe wieder zu meiner Angel und versuche einen rauszuholen. Da ist der Live-Biss. Ja, eigentlich können wir jetzt gleich mal auch aufs Deckel eingehen.
Wir fischen beide das gleiche Setup, die Masterpiece 5 mit einem Wurfgewicht in 80 Gramm. Die Rute hat eine Länge von 3,90 Meter. Und im Winter ist es halt auch wichtig, dass man ganz sensible Spitzen nimmt, dass der Biss auch sauber angezeigt wird und der Fisch keinen Verdacht schöpft. Und als Rolle, endlich ist er da, flammneu. Die Masterpiece mit Release Clip ist jetzt in der dritten Generation und die haben wir in einem richtig edlen Schwarz gemacht. Ist für mich einfach die schönste Farbe bei Angeltackle. Schön unauffällig, einfach sexy und nice. Und da kommt jetzt der Fisch. Ah. Ja. Dann ganz kurz noch. Schnur, da ist der einzige Unterschied bei unserem Setup. Ich fische beim klassischen Fiedern geflochtene Schnur mit 12 Meter Schlagschnur. Durch die geflochtene Schnur kann ich wesentlich weiter werfen und kriege die Bisse besser angezeigt. Bei Metal Fiedern, der Lorenz hat eine 26er Monoschnur drauf, weil einfach ihr damit rechnen müsst, dass Karpfen beißen und die Bisse gehen brachial rein. Die wäre einfach nicht hier mit geflochtener Schnur zu angeln bei Method Feedern. Und da haben wir das 3:2 für mich. Ein weiterer schöner Winterbrassen. So, und hier geht es jetzt eigentlich echt Schlag auf Schlag. Deswegen würde ich vorschlagen, wir bilden jetzt unten hier ein Scoreboard ein, wie es ausgeht. Und dann sehen wir, wer das Match Method VS Klassisches Feedern gewinnt. Lorenz, ich führe 3:2. Halt dich ran. Nicht nur Kaffee trinken. Da ist der Glückskaffee. Oh, was hast denn du da? Junge, Junge, so eine Freundin hätte ich auch gern. Der kriegt Kaffee gemacht, Tee gemacht, eine eigene Thermoskanne. Verrückt. Absolut verrückt. Aber was ich auch geändert habe, ich habe die ganze Zeit, die Maden haben sie überhaupt nicht genommen. Dann habe ich mal kurzzeitig auf Wurm gefangen. Da waren auch nur Anbagger. Und jetzt habe ich einfach nur 3 Pingis auf dem 15er Chica-Haken. Und der geht ab. Ihr seht da, das Futter hat sich noch nicht mal rausgelöst. So schnell ist der Biss da kommen. Naja, schauen wir mal. Nachdem der Kameramann beim Bingeln war und der Lorenz zum 3:3 ausgeglichen hat, ist er pünktlich wieder zurück, wenn bei mir der Besen krumm geht. Und ich bin auf dem Weg zum 4:3. Also das mit dem Pinky war eine goldenrichtige Entscheidung. Und hier die Rute. 80 Gramm, eine schöne parabolische. Ist auch wichtig, dass die Rute vorne nicht zu hart ist, weil sonst schlitzen die Fische einfach zu schnell aus. Boah. So. Boah. Da haben wir ihn. Ein richtig, richtig dicker Winterbrassen. Der müsste eigentlich 2 Punkte zählen. Ist aber nur einer. Aber ein richtig geiler Fisch, ey. Hammer. Gut vollgefressen, kerngesund. Dieses Exemplar. Richtig klasse. Geiler Angeltag schon mal. Durch den Hochwasser ist natürlich ein extremer Wasseraustausch. Ihr habt es auf den Luftaufnahmen gesehen. Der Main ist absolut braun. Und da werden natürlich auch Bäume und Wurzelwerk ausgespült und das war jetzt hier irgendwo, hat sich das abgesetzt und ich habe die Montage abgerissen. Deshalb habe ich am Ablänger hinten neu meine Entfernung eingestellt, 60 Meter, habe einen neuen Haken drauf gemacht. Das ist ein 16er Chica Haken in Rot. Und jetzt mache ich hier wieder ein Pingi, ein Caster. Und eine Made mal drauf
und werfe jetzt auf dem gleichen Angelplatz bzw. Futterplatz wie vorher. Unten ist angekommen. Ich habe Glück gehabt in der Zeit, wo ich neu montiert habe. Die Zeit konnte der Lorenz nicht ausnutzen, denn es steht weiterhin 4:3. Ich führe. Es ist jetzt ruhiger geworden, aber wir werden sehen. Hoffentlich geht es gleich wieder los. Wenn nicht, müssen wir in die Trickkiste greifen, um den einen oder anderen Fisch zu überlisten. So, jetzt war eine kurze Beißpause. Jetzt habe ich einfach mal meinen Boilie in den Grilldip getaucht und kurz nach dem Einwerfen kam der Biss. Damit kann man so kleine Akzente setzen. Die Fische sind da, fressen vielleicht nicht richtig durch die kalten Temperaturen. Dadurch macht man den Köder einfach attraktiver und der Biss kommt dann einfach besser wie ohne. Schöner Brassen, freue ich mich drüber, 4:4, es kann losgehen. Jetzt ist irgendwas Verrücktes passiert. Ich habe es ja gerade noch gesehen, wie ich den Fisch vorne verloren habe. Habe reingeworfen und direkt krumm. Also es könnte entweder so ein Rapfen oder ein Aaland von meinen sein. Der ist einmal an der Oberfläche gesprungen oder, haltet mich nicht verrückt, da ist ein Hecht drauf gesprungen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Oder auch ein gehakter Fisch. Der würde dann in unserer Währung natürlich nicht zählen. Na, irgendwas. Oh, Jungs, ich sag's euch, das ist was komisch, oder? Ist ein gehakter Fisch, aber der ist an der Oberfläche voll gesprungen. Weil er dreht sich auch schwer, das ist auch öfters mal bei einem gehakten Fisch. Alter, wenn das ein Zander ist, ne? Der hat noch geschont heute, ne? Nee. Alter, jetzt sind er von den Kopfschlägen her. Also er ist leider runtergegangen, aber der Beweis ist da. Es war ein gehakter Fisch. Das ist eine Brassenschuppe und es ist auch ein bisschen Schleim auf der Schnur. Das wäre es jetzt gewesen. Im Januar da noch einen Zander oder einen Hecht oder sowas zu fangen. Weil das war echt komisch. Ich habe reingeworfen und die Angel ist fast vom Ständer geflogen. Aber jetzt werfen wir nochmal neu aus. Ach. Erst das Futter rausmachen und dann meinen guten Papa-Kaffee trinken. Beziehungsweise Papa hat ihn gebracht und Mama hat ihn wahrscheinlich gemacht. Prost. Und wer mich am Wasser besuchen will, wichtig ist immer Kaffee schwarz, aber Spaß beiseite. Ihr könnt gern mal unten reinschreiben, wenn ihr möchtet, dass man euren Gewässer vorbeikommt und euch dort zeigen, wie man Fische fängt. Würden wir das machen, würden auch einen Film drehen dazu, müsst ihr natürlich mit euren Vorständen von den Gewässern abklären, ob das überhaupt erlaubt ist. Wir sind einfach immer auf der Suche nach neuen Gewässern, neuen Herausforderungen. Ja, und würden das dann euch auch entsprechend zeigen, wie es geht. So, in diesem Sinne Prost. Und jetzt hoffen wir, dass gleich der nächste Fisch beißt. So, nachdem ich das 6:4 vorhin vergeicht habe, haben wir jetzt einen Doppeldrill. Aber ich habe aus meinen Fehler gelernt. Und zwar durch den Hochwasser habe ich hier vorne eine Kante. Und da sind die Fische hängen geblieben. Jetzt stehe ich einfach auf und kann die dann deshalb schön über die Kante führen. Jetzt lasse ich den da hochkommen. Du scheiß Nachmacher. So, und dann kann da nichts passieren. Genau.
Ja, das ist halt auch was, man muss einfach aus Fehlern lernen auch. So kurzzeitig 6:4. Und wenn er der Lorenz rausholt, ist gleich der 6:5 am Start. Ich habe jetzt wieder auf den Wurm gewechselt. Ich glaube, du hast auch einen Farbwechsel gemacht. Ich habe jetzt auch einen roten Köder umgestellt. Ja. So, bei mir waren die Bisse ganz vorsichtig. Ich hatte immer mal so ein Zittern in der Spitze, aber die Rute ging nicht richtig krumm. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, den kleinen Korb zu nehmen. Ich erhoffe mir einfach, dass dann ein bisschen weniger Futter am Platz ist und die Fische meinen Köder schneller finden. Ihr seht's, Julian fängt gerade schon wieder. Der hat einfach ein bisschen kleineren Köder und ich glaube, das ist im Moment die bessere Wahl. Wir werden sehen, was der kleine Korb bringt. Beim Stand von 8:06 verabschieden wir uns in die Mittagspause. Ich rufe jetzt einen Dönermann an und bestelle erstmal Döner. Ja, Feuerlein, hallo. Wir würden gerne bestellen. Ja. Zum Abholen? Ja, wir sind beim Angeln. Die Mittagspause ist vorbei. Die Stärkung haben wir auch gebraucht, denn wir haben noch mal richtig gut gefangen. Der Lorenz ist jetzt bei 10 Fischen und ich bin bei 13. Wir hatten jetzt eine gute Beißpause und zwar die Wassereintrübung, die ihr anfangs gesehen habt, ist jetzt in diesen Schlauch, also in dieses Seewasser, wo wir uns befinden, reingedrückt. Also es war echt richtig krass zu sehen, auch auf den Drohnenaufnahmen. Ja, jetzt versuchen wir unser Glück weiter. Der Lorenz hat jetzt eine gute Aufholjacht hingelegt mit dem Köder und das wird euch jetzt mal zeigen, wie er das am Haken befestigt. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was umgestellt. Das trübe Wasser ist reingetrieben in den Schlauch. Die Bisse wurden immer vorsichtiger. Ich habe vorhin schon mal auf einen kleinen Korb gewechselt. Das hat mir ein paar Fische gebracht, aber den dicken Boilie haben sie einfach nicht sauber genommen. Jetzt habe ich auf den Beißfix-Köder gewechselt, ist mein absoluter Lieblingsköder im Winter, weil der einfach ganz leicht für die Fische aufzunehmen ist. So, 11:13, ich habe ein bisschen was umgestellt. Der Beißfix-Köder läuft super und wie ich den montiere, zeige ich euch jetzt. Ich habe da nämlich eine besondere Methode, den anzuködern. Ich stecke den nicht einfach durch, sondern ich wache was, dass der auch lange am Haken hält und wenn die Fische damit rumspielen, trotzdem bombenfest am Band sitzt. Ich fädel den einfach der Länge nach auf diese geschlitzte Nadel auf. Dann nehme ich das Gummi, hänge es in die Öffnung ein und ziehe das ganz langsam drüber. Dann bildet sich dahinter ein kleiner Wulst. Und so sitzt das bombenfest und man kann mehrere Fische auch mit einem Köder fangen. Der Lorenz hat ja nochmal aufgeholt und hat mit Gummi echt gute Erfahrung gemacht. Und das ist der Vorteil, wenn man nebeneinander sitzt, da kann man sich natürlich auch austauschen. Oder wir abgucken. Haben, oder abgucken. Aber wir haben da echt einen Köder, den haben wir schon länger im Programm gehabt. Das ist jetzt ein kleiner Soft Pinky. Den haben wir für diese Saison nochmals überarbeitet und zwar ist der 20% nochmal weicher geworden. Dadurch ist er noch elastischer. Die Köder sind schwimmend und gleichen somit ein bisschen das Hakengewicht aus. Ich habe den jetzt hier auf den Schenkel gezogen, diese rote Kunstmade bzw. hier die kleinere Variante, den Kunstpingi. Setze jetzt zwei tote Maden davor und das ist ein absoluter Fischgarant. Meine Fiedermontage habe ich sehr simpel gehalten. Ich habe hier ein Mikrotönchen mit unserem Fiedersnap. Da kann ich meinen Futterkorb einhängen, auch jederzeit wechseln. Dann habe ich hier zwei Plastikperlen aus dem Bastelbedarf. Und dann habe ich hier ein Stück geflochtene Schnur eingeknotet. Dieser dient als Buffer. Und somit habe ich eine Freilaufmontage. Soll das jetzt zum Schnurbruch kommen, kann sich der Fisch ohne Probleme
vom Futterkorb befreien. So, Lorenz, 15 Uhr, wir haben jetzt 5 Stunden geangelt. Um 10 Uhr haben wir begonnen. Auch wenn du den rausbekommst, es langt nicht mehr, weil gerade stand es noch 14:12 und wenn du den bekommst, steht es 14:13. Das heißt, Trommelwirbel, Trommelwirbel, der Sieg geht an mich. Es war knapp, aber dennoch ein geiles Angeln mit viel Erkenntnissen. Die Glocken läuten im Hintergrund. Aber ich bin ja ein fairer Sportsmann, ich helfe dir. Natürlich, wenn das jetzt ein Karpfen... Ah, ne, ist ein Brassen. Da haben wir den Fisch. Beißfix hat wieder zugeschlagen. Absolut top. Das war das 14:13. Mit diesem Fisch verabschieden wir uns heute hier von dem schönen Wasser. Wünschen euch bei euren Angeldachen ebenso viel Fangerfolg. Nach kleinen technischen Problemen mit dem Akku sind wir jetzt wieder startklar. Allerdings, ihr seht, ich bin alleine. Der Lorenz hat heute noch einen Buddy-Service, der hat eine Metzgerei und musste da jetzt dann ganz schnell los. Und wie gesagt, unser Akkus waren platt bzw. Kaputt von der Kälte. Auch wenn die Sonne geschienen hat, es ist echt eisig kalt. Also jetzt ist die Sonne hinter den Wolken und dann merkt man auch die tatsächliche Temperatur, denn wir haben heute nur 2 oder 3 Grad gehabt. Jetzt kommt der letzte Fisch des Tages. Ich hoffe, ihr konntet einige Tipps und Tricks rausziehen, wie ihr erfolgreich im Winter beziehungsweise auch beim Angeln mit Hochwasser erfolgreich sein könnt. Da kommt noch ein richtig schöner Brassen. Ja, oh. Richtiges Prachtexemplar zum Schluss nochmal. Auch wieder hier mit meinem Kunstbingi einwandfrei. Ja, was waren die Lehren aus dem heutigen Tag? Klassisch Fiedern, VS Method Fiedern. Zunächst einmal das Endergebnis. Ich mit den klassischen Fiedern hatte 14 Fische, Lorenz hatte 13 Fische. Es ist ein recht knappes Ergebnis. Man kann jetzt nicht genau sagen, das ist besser oder das ist besser. Wenn man es richtig anwendet, so wie wir es heute meiner Meinung nach gemacht haben, kann man mit beiden Montagen erfolgreich sein. Ein ganz klarer Pluspunkt ist beim Method-Feedern natürlich, dass ihr wesentlich größere Fische fangen könnt. Das hängt aber auch natürlich vom Gewässer ab. Hier in diesem Gewässerabschnitt gibt es so gut wie keine Karpfen. Habt ihr Gewässerabschnitte, wo viele Karpfen, Störe etc. vorhanden sind, könnt ihr mit der Method-Montage eindeutig größere Fische fangen und seid mit Made, Wurm und Co. ganz klar im Nachteil. Natürlich hat man auch gemerkt, dass ich wesentlich schnellere Bisse bekommen habe mit den kleinen Ködern. So dann die Vorteile beim klassischen Fiedern. Ja, Gesamtresümee, ihr könnt beides probieren oder spezialisiert euch auf eine Angelart, wie ihr es wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß am Wasser, genießt die Zeit und immer viel Petri Heil, euer Julian. Mein Handy. Ich hab das. Scheiße. Mann.